2 mit den Protagonisten aus Ostwestfalen, die aber in Köln leben und die ein Buch ausgegeben haben. Neben mir sitzen Manuela Rüther und Sebastian Borthäuser, die das Buch Wein und Gemüse rausgegeben haben. Und wer den ersten Teil nicht gesehen hat, Leute, den ersten Teil nochmal schauen auf Wein am Limit. Jetzt sind wir beim zweiten Teil. Wir sind beim Alvarinho Reserva Solero 2015. Übrigens ein geiles Jahr. Ein Vinho Verde, der es in sich hat. Und es geht heute um welches Gemüse, aha, klar, und welchen Wein dazu, bitte. Und Sebastian als Somalia, einer der... Koma-Somalia, bitte. Was? Koma-Somalia. Was ist ein Koma-Somalia? Nein, in Amerika hat man immer zu mir gesagt, ich bin der Somalia. Ja. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert. Das war der Kommi-Sommelier, war der, ist der Koma-Somalia. Ach, der Koma-Somalia. Und die Manuela ist Köchin und Herausgeberin, Fotografin und Tausendsasser in Sachen Essen und Trinken. So, Leute, da ihr eh alle ein bisschen zu viel auf der Uhr habt, esst mehr Gemüse und trinkt mehr Wein. Also die Kalorien, die ihr spart beim Gemüse. Wobei wir nicht versprechen, dass man damit dünner wird, ne? Nee. Oder? Nee, wir machen überhaupt keine Heilsversprechen, außer vielleicht die höchsten Glückes. Ist nicht unser Versprechen. So. Ja. Also aber, es geht um genau. Glück, mehr Gemüse essen und auch interessante Gemüse und dass Gemüse genau. eben auch mal die Hauptkomponente sein kann. Genau. Ja. Und wer Gemüse kauft, und das ist das Schöne, das haben wir gemerkt über die Buchvorbereitung, die übrigens, das möchte ich an dieser Stelle noch sagen, wir haben das ein Jahr lang wirklich Winzer und Gärtner begleitet. Ich glaube zwei. Oder zwei sogar. Ja, das ist jetzt nicht, was zusammengekauft ist, sondern wir haben wirklich zur Reifezeit jeweils die Sachen geholt und also zubereitet, wenn sie perfekt sind. Weil Gemüse für uns ist nicht im Lidl im Februar Tomaten kaufen. Doch nicht. Nee, das ist scheiße. Wieso, die sind doch dann reif. Das sind doch Winterfeinwinter. Genau. Wissen wir doch alle. Erdbeeren auch, gibt es das ganze Jahr. Und oder? Wer selbst. Ja, die Frage ist halt, wann schmeckt, ne? Gutes Gemüse kauft, was schmeckt. Das ist immer noch billiger dabei, als wenn er bergeweise Fleisch kauft. Man hat mehr Geld für Wein. Das ist ganz hervorragend. Das war wirklich ein. Und da sind wir auch beim Punkt, wo ich denke, ein bisschen soll es halt auch. Oder kann es halt auch kosten. Günstiger Einkauf, das stimmt, ja. So, wer die erste Folge gesehen hat, der weiß, haben wir den Wein schon so ein bisschen auseinandergenommen, nach was er alles riecht, nach exotischen Früchten und dass er eher so ein bisschen kräftiger ist, dass so ein bisschen das Holz schon durchkommt, so ein bisschen Röstnoten. Ich habe was gefunden hier gleich so beim Durch. Das kriege ich bestimmt gleich wieder einen auf den Sack hier, weil es nicht das Richtige ist. Mal gucken, was da steht. Du empfiehlst hier zu Fenchel Orangensalat mit Fenchelsaat und Oliven empfiehlst du ein Greziano oder ein Caricante, einen halbtrockenen Chenin Blanc, einen Riesling, Grenache Blanc, Claret. Wäre das auch ein Wein dafür hier oder wäre, was sagt ihr? Also, kann man machen, ist vielleicht ein bisschen kräftig, das hängt hier, würde ich jetzt sagen, hängt dann so ein bisschen an der Olive, ne? Wie, ja, die Olive ist schon krass, ne? Wie, ob das jetzt eine gefärbte ist oder eine wirklich richtige schwarze, ordentliche. Da hat die Manuela schwarze genommen. Ja, das geht schon so ein bisschen in Richtung dann diese lakritzige, sehr salzige, auch über die Fermentation. Richtung, dann kann das schon gut sein, dass es ein bisschen Rückgrat hat hier, ne? Was wäre denn hier euer Tipp hier? Mach doch mal ein paar. Komm, schlag mir doch mal was vor hier. Hierzu wäre ich. Pastinacke, Petersilienwurzel? Sowas, ich wollte gerade sagen, Süßkartoffelpüree oder sowas. Butter. Ja, wenn wir doch Petersilienwurzelpüree, braune Butter. Geil! Oder? Oh, und weißt du, was ich schön finde? Die Gerichte sind alle wirklich, die sehen super aus. Also ist das hier irgendwie ein bisschen mit. Nein. Wie sagt man da? Wie heißen diese Leute? Ja, Food Styling, aber. Food Styling? Aber basic, also ich habe schon eine Köchin gekocht, also ich kann das ja nicht selber machen, wenn ich fotografiere, wir haben das alles gegessen, genau. Wir essen immer, was wir kochen. Leute, warum fresst ihr immer nur Currywürste? Nichts gegen Currywürste, aber das tut's doch auch mal. Das sieht ja richtig lecker aus. Also es wird so angerichtet, wie es gekocht ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich viel Spaß macht. Also ich koche, wir kochen auch eher 50-50. Bei uns hier wird auch Fleisch und Fisch essen wir, aber wir nehmen auch viel Gemüse. Aber so einfach mal, das ist ja auch mal geil. Das macht ja richtig Bock hier, ne? Also ich habe richtig Hunger, wenn ich jetzt das hier sehe. Warum habt ihr mir nichts mitgebracht überhaupt hier? Ja, toll, ja, super. Zonengabi im Überglück, meine erste Karotte oder wie ging das? Nee, meine erste Banane. So, das ist natürlich ein schönes Gericht. Was noch? Wie macht man das denn? Wie geht man daran als Verbraucher? Ich sitze jetzt hier, hier ist der berühmte Sommelier. Du hast ja gesagt, das ist für den normalen Verbraucher. Ne? Du hast es anfangs gesagt, als wir gesprochen hatten, hier ist ein bisschen wenig Wein drin, weil man natürlich erwartet, unten steht jetzt der 2014er Kirchenstück, blablabla von Pass dafür. Bezugsquelle Wein am Limit übrigens. Wir wollten uns systemisch ändern für die Leute, die einfach gerne kochen. Viele junge Leute kochen wieder und haben Lust daran, aber wissen nicht, wollen auch nicht diese Litanei. Ich glaube, und wenn man den jungen Menschen verstrecken will, dann schickt man ihn in den Weinladen.
Ja, ja, sie hat, ja mit einem missgelaunten Verkäufer. Ja, genau. Was wollen Sie denn hier? Ein bisschen Angst, ne? Angst genau. vorm Wein und Angst, sich zu informieren. Ja. Weil man denkt ja, man ist blöd. Also so wie ich bin ja das beste Beispiel. Ja. Man hat nicht viel Ahnung, kann ja aber fragen. Und fühlt sich und dem ausgeliefert dann? Nö. Oder? Ich trinke ja einfach. Also ich höre das auch häufig immer. Ich meine, ich glaube, wenn ich zum Arzt gehe, müsste ich mich auch entschuldigen und sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber es ist ja Quatsch. Nein, das ist ja einfach Quatsch. Ne? Du kannst ja, entweder man hat Freunde, die Ahnung haben, oder man kann tatsächlich einfach zum Weinhändler gehen oder dir eine E-Mail. Man kann es auch über das Internet machen, natürlich. Nein, aber klar, es ist natürlich, die Wahrheit ist, Barrieren abzubauen, Themen interessant zu machen. Nur manchmal denke ich so, manchen Zeitgenossen, den ich so beobachte, der fühlt sich so ein bisschen ertappt. Ah, Sie sind Sommelier. Oh, ich trinke nur das und das. Nach dem Motto, dass wir so eine Art die Scharfrichter sind. Leute, ihr könnt so viel Pinot Grigio saufen, wie ihr wollt. Ihr werdet aber deswegen nicht glücklicher. Und ich glaube, oder vielleicht werdet ihr für euch glücklich, aber ich werde damit nicht glücklich. Also ich bin immer jemand, der gerne links guckt, weiter guckt, rechts guckt. Man muss halt ein bisschen offen sein. Und das ist das gleiche Thema hier, oder? Also wir haben schon versucht, dass wir natürlich sagen, dein Geschmack ist der richtige, trink, was du willst, wenn es Pinot Grigio ist, sauf das. Mhm. Aber es gibt einfach Barrieren, wie ich schon gesagt habe vorhin bei der Artischocke. Was macht das und das so schwierig im jeweiligen Gemüse? Was hat das Gemüse von einem Sellerie? Hat eine andere Textur als eine Erbse, hat eine andere Textur als ein Blumenkohl. Ne? Das heißt, wir haben andere Mundgefühle und wir haben andere Inhaltsstoffe und dafür passen einfach manche Weine besser oder schlechter. Manche haben eine höhere Süße. Manche haben eine Grundsäure, die sie mitbringen. Aber viele wissen ja gar nicht, was sie schmecken. Das haben wir ja. Gut, irgendwann muss man sich mal hinsetzen, die Augen zumachen und einlassen. Ne? Genau. Der deutsche Verbraucher! Ja, du! Trink den Wein! Denk drüber nach! Naja, ist auch ein bisschen Klamotten. Oder nicht nachdenken. Leute. Bitte was? Der vielleicht einfach nicht nachdenken. Also der Deutsche denkt ja auch immer. Das ist ja, vielleicht muss man ein bisschen viel. Einfach nur genießen manchmal. Genau, einfach nur hinsetzen, essen. Ich hätte hier was gefunden, hier Röstbrot mit gegrillten Spargelspitzen und Pfirsich. Wäre das was? Was sagen hier die Experten? Das finde ich gut. Das Brot, Röst, wir haben schöne Stärke dabei. Finde ich gut. Endlich habe ich mal was gefunden, was dem Meister gefällt. Da wird es, weil normalerweise sagt man ja, dass das hier der perfekte Seafood-Wein ist. Ist es, aber eben auch gut zu geilem Gemüse hier. Oder eben zu diesem Gericht, was ja jetzt so, ist ein Gemüsegericht, aber mit dem Brot halt. Eine Stulle, ne? Stullen sind ja auch ein guter Snack, ne? Ja, absolut. Jeder mag Stullen, denke ich. Also Spargel geht immer. Wir haben nachher psychologische Behandlung. Ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist. Ich esse nur noch Spargel. Oh, Schwarzwurzeln en papillote, also im Papier gekocht, mit Orange und Schwarzkümmel. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wäre auch geil. Das ist auch sehr erdig. Warum geht das? Warum geht das? Wir haben den Holzfassausbau, das ist eine sehr erdige Aromatik. Das geht und spielt dann so ein bisschen dem Ausbau zu, hebt die Frucht. Wir haben ein bisschen Orange mit bei. Das heißt, ich glaube, der wird dann einfach nochmal in Richtung Jugendlichkeit und Spritzigkeit einen ganzen Schritt nach vorne gehen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass der Wein das Gericht noch intensiver macht. Stell mir das Gericht jetzt vor. Ja, muss man ja. Ja, das ist ja so ein bisschen hier, was hattest du gesagt, alle Leute gucken Porno, keiner vögelt mehr? Oder? Das ist Top-Fernsehen. Und das ist jetzt wir trinken ja wenigstens. Ne, dass man sich hier auch wahrscheinlich warme Gedanken machen muss. Bei diesem Wein. Übers aber Essen natürlich. Natürlich. Das Einzige ist natürlich hier der Schwarzkümmel. Dem bin ich natürlich erstmal so ein bisschen mit Gewürzen, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, oder? Ja, aber Schwarzkümmel ist auch wirklich fies, nur wenn du wirklich dezidiert drauf beißt auf das kleine Körnchen. Und dann nochmal zur Menge. Ich glaube, das Volumen der Schwarzwurzel selber toppt dann doch noch so ein bisschen den Flavor vom Schwarzkümmel, auch wenn das natürlich oben Akzente setzt. Das ist wahrscheinlich auch eins von zwei Gewürzen, was ich verwende. Du machst, ja. Das war eher sparsam. Okay, aber du empfiehlst grünen Berliner, Zierpfandler, Rotgipfler, also wie gesagt, sind auch immer Gewürztraminer, also alles, was so ein bisschen blumig, floral, duftig ist und so. Das, du, warum nicht? Ich finde, das sind Rebsorten, die auch so ein bisschen in der ganzen Weißburgunder Rieslingwelle so ein bisschen unter gerade wo du sagst, Zierpfandler, Rotgipfler, die haben eine schöne Cremigkeit, die haben eine schöne Textur. Ich finde, Wein ist ja nicht immer, die Leute wollen immer nur riechen, deshalb ist Sauvignon gerade so hip, ne? Wein ist aber viel mehr Gefühl im Mund. Was ist denn das für ein Gefühl und was habe ich für ein Gemüse auch? Und die Schwarzwurzel ist ja sehr erdig. Ne? Und dann so ein Rotgipfer, der süßlich, der dann auch so ein bisschen was Viskoses hat. Das ist ja schon fast. Einfach, dass man mal über die Haptik geht und nicht versucht. Jetzt wisst ihr endlich mal, wie das gemacht wird. Im stillen Kämmerlein, Sommelier und Kochköchin und Sommelier plus Berater, da wird lange getüftelt. Aber es ist am Ende ist es doch ein bisschen so, oder? Dass man so ganz offen über seine Gefühle redet und
Moment. So, nee, nee. Aber Hunger. Sowas nicht mehr. Ich rede jetzt hier über Wein. Nicht, dass das hier, das heißt ja hier nicht Porno am Limit heute, das Ding. Nein, aber dieses eben, dass man eben spricht und wie man ein Gericht empfindet und wie die Produkte sind, die Grundzutaten. Viele reden immer über viel zu viel, aber eigentlich fangen also, nicht unten an. Genau, wir haben die ersten Gerichte, und das war auch eines der ersten Gerichte hier, die Artischocke, nein, die Schwarzwurzel. Da habe ich tatsächlich, ich habe das für den Blog gemacht, für meinen Blog, den ich mal... Wie heißt der? Müssen wir verlinken. Ela Rüther. Ela Rüther! Der ist aber im Moment ein bisschen... Bringt ja Traffic und Glück und weiterteilen. Genau. Nicht vergessen. Ich muss da mal wieder ein bisschen was machen. Egal. Aber da ist das angefangen, hat das angefangen mit dem hier. Also gar nicht als Kochbuch geplant, sondern eigentlich als Blogreihe. Genau. Und dann hat selbst einfach drei Weine mitgebracht. Ich habe das gekocht und dann haben wir geguckt, was passiert. Und selbst, Inventur, da muss ich jetzt mal sagen, ne, selbst ich als Nicht-Weinkenner. Trinkst du aber schon. Wir haben uns immer auf einen Wein, ja, ich trinke schon. Mhm. Wir haben uns immer auf einen Wein einigen können, glaube ich. Ja. Also was nicht einigen können, wir haben eigentlich beide. Also sind das viele gesagt, Sessions hier, die gelaufen sind mit Kochen, was geht und so. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, so es gibt ja viele es gibt ja viele Bücher, nein, aber es gibt ja schon viele Bücher, wo ich manchmal das Gefühl habe, die werden einfach nur gemacht, weil man meint, das wird gelesen. Aber hier, das ist ja eher hier eine Passion-Geschichte. Das haben wir gemacht, weil die Verlage meinten, es wird nicht gelesen und wir haben gesagt, wir machen das mal trotzdem. Genau. Ja, ich gebe die Hoffnung ja auch nicht auf, dass die Leute irgendwann mal aufhören, für 2,29 den gesamten Schweinenacken rauszutragen beim Discounter und sich mal ein bisschen mehr mit solchen Themen. Rettich zu holen. Und einfach mal so einen schönen Rettich zu salzen, ein bisschen Schnittlauch drauf, Bieressig drüber. Mhm. Geile Nummer. Ich meine, die Wahrheit ist, wenn man heute auf den tollen Küchen weltweit schaut, auch wie gekocht wird, ist die Komponente Gemüse immer wichtiger geworden. Ja. Die Komponente Fleisch immer ein bisschen weiter zurück. Ich rede jetzt nicht vom Gasthaus oder sonst was, ich rede jetzt wirklich so von der ganz gehobenen Gastronomie. Zenkel zum Beispiel war einer der ersten, der oder ganz die Gemüsemenüs gemacht hat. Essigbrätlein, ne? Essigbrätlein, ganz weit vorne. Ein paar tolle Adressen, aber auch international gibt es, wenn ich so unterwegs bin. Und diese asiatische Geschichte wird ja auch immer mehr, die ja auch viel mit diesen Gemüsen. Du jetzt japanische nehmen. Zum Beispiel. Asiatisch ist ja eigentlich alles. Alles ab. Das sind 12 andere Folgen bei einer Hinter Minute. Höxter. Hinter Höxter wird nur noch asiatisch geguckt. Gut. Ja, hier, gegrillter Feta mit scharfem Paprika-Ketchup. Das wäre jetzt mal so eine Nummer, wo ich sagen würde, jetzt gehen wir mal in den Bereich Rotwein. Was ist erstmal der Unterschied zwischen Rot- und Weißwein mit Gemüse in der Wahrnehmung? Rosso di Montalcino 2011 von Cupano. Leute, ich bin so geil auf diesen Wein, so heiß. Haben wir von der Familie Tondini bekommen. Oh, das ist schon wieder so mein neues Baby. So Bio-Plörre, oder? Auch wieder so ein Bio-Dünn, genau. Wieder so einer, der da zum Beten in den Weinberg geht, aber er macht geile Weine. Lecker. Das ist eher, was ich mir unter einem Sangiovese frisch, elegant, fein vorstelle. Aber jetzt, wo war ich? Was muss man beachten bei Weiß- und Rotwein zu Gemüse? Rotwein wird ja auf der Maische häufig auch. Ja, Rotwein ist oft auf der Maische, ist oft auf den Schalen vergoren. Deshalb diese Gerbstoffstruktur. Dann heißt, je nachdem, wie der Fassausbau ist, haben wir noch extra Tannin dazu. Das ist für Gemüse, was eine relativ zarte Sache ist, oft nicht hart zu nehmen. Beim Machen und Probieren beim Buch fiel es dann wirklich auf, dass es eine Sache ist, die doch dann schon sehr in die Fleischrichtung geht. Es aber einige Gemüse gibt, die geradezu nach Rotwein verlangen oder schreien. Wenn du mal eine rote Beete probierst mit einem schönen Pinot, ja, Ehrlichkeit, sauber, Beete, saugeil. Das ist richtig scharf. Ja? Und das ist auch geil, wenn du dann ein Fischgericht hast und machst ein bisschen rote Beete dazu und plötzlich passt der Pinot. Ja? Dann ist der Fisch eigentlich egal, weil es geht ja dann um die Proteine, aber um die rote Beete. Und das, wenn wir jetzt hier, was ich rausgefunden habe, für mich ist einfach das Nachtschattengewächse. Das heißt, Kartoffeln, Tomaten, Auberginen. Kölner Bahnhof dann wahrscheinlich. Um 2 Uhr dann, oder was? Nein, am Eigelstein. Ist Musik. Am Eigelstein ist Tanz. Also Nachtschattengewächse vom Eigelstein war ein guter Rotwein. Also ich glaube, das ist eine Botschaft, mit der kommt auch ein Großteil der Bevölkerung klar. Oder? Ja, klar. Wer es versteht. Der Kölner versteht. So, also, Nachtschattengewächse. Du bist schon in einem Bereich, wo du viel Geschmack brauchst und viel Kraft brauchst. Das hast du hier bei dem Paprika-Ketchup natürlich. Aubergine finde ich halt auch immer so einen schönen gustatorischen Bass, eine cremige Textur, einen leichten Bitterstoff hinten raus. Das sind Sachen, die sich schön eignen für Rotwein, auch weil du sie braten oder grillen kannst und dass du eine Röstaromatik hast, die du sonst bei Fleisch hast.
Das kriegst keine Röstaromatik bei Spinat hin oder bei Erbsen, ja? Also da brauchst du schon auch ein Gemüse, das ein bisschen was reinsteckt. Okay, also das heißt zum einen erstmal ausdrucksstarke Produkte nehmen, plus wahrscheinlich jetzt, Manuela, aber auch die Zubereitung, ne? Denke ich mal. Oder genau. Da kam ein bisschen mehr Druck. Genau, da kam einfach ein bisschen Grillen. Power. Grillen, Braten, Butter, Röststoffe. Räuchern. Alles, was man räuchert. Smoking, ja. Ein bisschen Smoking, dann geht die Frucht so ein bisschen mehr nach vorne. Ne? Was mir bei diesem Wein auffällt, es ist ja gar nicht so stark vom Holz, wie ich, also zumindest meine ich das, dass es nicht so prädominant ist. Mhm. Schöne Saftigkeit. Das ist eigentlich so für mich das Element hier, glaube ich, wo ich für mich sage, jetzt kommt Tomate oder irgendwie was. Was fruchtig, saftiges würde ich gern dazu haben wollen. Ja, denk doch mal so eine Parmigiana. Eine Parmigiana. Genau, also Aubergine geschichtet und dann mit einer Tomatenschlotze im Ofen mit ein bisschen Mozzarella überbacken, schön geschoben, dass das dann quasi wie so ein Moussaka ist, halt nur ohne Kohlenhydrate. Das ist richtig geil dazu, glaube ich. Also Tomate finde ich, Aubergine deswegen wahrscheinlich auch, weil sie einen kräftigen Geschmack hat, ne? Cremige Textur. Das also hier von der dazu. Ja. Pass auf, ich zeig das mal gerade. Das wäre natürlich ideal. Du hast jetzt keinen Sangiovese da stehen. Alter, da gibt es richtig Ärger. Frappato. Da merkt man wieder den Edelsommelier. Wieder irgendwelche Sachen, die keiner kennt. Cirosuolo, di Vittoria aus Sizilien. Kannst du denn da nicht mal Pinot Grigio reinschreiben, damit es jeder begreift? Das heißt Pinot Giorgio. Pinot Giorgio? Das heißt ja auch Prosergio mittlerweile. Aber die Leute müssen ja auch in den Weinladen gehen und so ein bisschen angeben können. Ne? Ich habe hier dieses Buch und ich möchte jetzt mal so ein. Ja, und dann gehst du mal zum Verkäufer, ey, 3 Frappato. Und dann sagt er, das heißt Frappati. Frappati, genau. 3 Frappatos. Ja. Sehr gut. Also hier fruchtige, also das finde ich toll hier, Auberginen, Lasagne, also genau das, was du eben gesagt hast. Das ist ja, also seid ihr euch schon manchmal einig oder so? Wir haben uns schon mal vorher getroffen. Gut. Was noch? Was könnte man noch machen hier? Also wir müssen ja ohne Fleisch hier. Fleisch ist ja eigentlich Geschmacksträger. Das Fett ist ja Geschmacksträger. Ja, du kannst ja auch, das Gemüse Olivenöl, Butter. Und Röststoffe. Ja, dann hier sind nochmal Tomatengerichte. Was habt ihr da? Tomatensuppe finde ich jetzt. Na, Suppe und Wein ist immer ein bisschen schwierig, aber ich hier die Ochsenherztomaten, alter Schalter. Die sehen aber so geil aus. Bisschen Kräuterchen obendrauf, ne? Ein bisschen mediterrane Aromatik über Küchen. Cœur de Bœuf? Küchengrün. Was ist das Besondere an den Ochsenherztomaten? Oha. Nein, so vom Geschmack? Vom Geschmack sind die einfach, die haben mehr Fleisch. Mehr Fleisch. Also da ist nicht so viel Leber drin. Ja, ja. Da hat man einfach ein bisschen mehr zu essen und auch mehr Geschmack, wenn die gut sind. Also es ist halt immer die Frage, sind sie gut, kauft man sie in der Saison oder nicht? Mhm. Ihr habt das jetzt hier gemacht mit Löwenzahn, Rauke, Knoblauchzehen, Cashewkerne, Olivenöl. Also so, ja, wie gesagt, das sind ja Gerichte, kann man ja auch ein bisschen was weglassen mal. Oder ja, wobei, ich glaube schon, hier das ist war schon die Idee, dass Löwenzahn, naja, Kunstwerke würde ich jetzt, aber doch. Löwenzahn und Rauke für die Bitterstoffe, Löwenzahn besonders. Und einfach, dass man die Wildkräuter, die habe ich irgendwie vor 2 Jahren oder so, sind mir ans Herz gewachsen. Und seitdem. Das wäre jetzt auch meine Frage. Was also geht ohne denn jetzt überhaupt so eine Kräutertante nicht zu gehen. Also zur Kräuterhexe in den Wald sozusagen. Nee, aber ich finde es einfach, müsste man noch mehr essen. Ja. Die haben so viel Geschmack. Noch mehr Kräuter. Leute, esst mehr Kräuter, ist gut für die Birne. Wildkräuter natürlich. Ja. Ist gut für alles. Ja. Ach, die Schocke ist schlecht hier. Fassausbau, ganz Katastrophe. Ja. Wird bitter, metallisch, wird stumpf. Ne? Ich glaube auch die Tomatensuppe würde nicht gut funktionieren. Was mit so einem Risotto? Risotto ist so schön, ist gut, hat eine Cremigkeit. Okay. Also wobei Wildkräuter würde ich mich auch schwer tun. Ich bin eine Kräuter, muss man hier aufpassen, ne? Weil dieses Ätherische, oder glaube ich, das passt nicht so. Ist halt die Menge, ne? Das hatten wir gleich gerade in Mikrodosis auf den Tomaten drauf. Da ist was anderes, als wenn du es als Salat hast. Hier ist schon ne? Fett, genau. Ja, das ist viel dann. Das ist ein geiler, zu Risotto kann ich mir schon sehr geil vorstellen. Auch Radicchio fände ich sehr geil. Ein bisschen Bitterstoff im Risotto, ne? Das warum nicht? Was vorbereitet? Zwiebel, Mann, ich finde, das ist für mich, das Verrückte bei diesem Wein ist, während heute die ganze Welt ja eher auf so dicke, schwere, fette, häufig üppige Weine leer. So. Und das ist irgendwie, der berührt mich durch seine Feinheit, durch seine Eleganz und nicht durch seine Stupidität, einfach nur mastig zu sein.
Ist das, könnte man das dazu trinken? Muss ich jetzt mal fragen. Kann man denn hier? Ja, mit Aprikose wäre ich schon mal nicht ganz so. Ja, auch der Mozzarella hat so viel Milchsäure. Motz. Das ist schwierig, hier uns glücklich zu machen. Hier sind jetzt wieder Nüsse drin, Vorsicht. Nüsse und dann Karamell. Wobei Chicorée finde ich ja sehr geil. Karamellisierter Chicorée mit Gewürzen und Nüssen. Da so einen richtig geilen, fast ausgebauten Chardonnay oder sowas hätte ich Bock drauf. Oder Zitrone auch vielleicht mal. Von mir aus. Oh, das wäre auch schön. Was hast du geschrieben? Chenin Blanc natürlich. Chenin Blanc, Riesling, er liebt Chenin Blanc. Aber jetzt. Obwohl hier unser Tacho, um dann nochmal auf den Tacho. Ah, ja, ein Tacho, ne? Genau. Ja, ja. Tacho. Ich habe gar nicht gesehen, den Tacho. Ja, das Tacho. Machen wir vielleicht einmal, ja. Arbeit. Genau. Wir haben die Grafik. Noch 20 Sekunden. Okay, wir haben noch 20 Sekunden. Wir gucken nochmal auf den Geschmackstacho. Ich sage mal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Manuela und an Sebastian fürs Reinschauen. Wein ist mein Gemüse. Nee, Wein und Gemüse. Erschienen in der Edition Fackelträger. Wir werden es auch verlinken. Ich sage Tschüss.